Voltaire, der eng auch mit Potsdam verbunden war. Er war ein Aufklärer, er hatte einen ganz engen Bezug zu Friedrich II. Und auch zum Schloss Sanssouci. Und darum hätte es keinen besseren Namen geben können, als diesen Franzosen, Schriftsteller, Philosophen, Aufklärer auszuwählen, der ja für die Idee steht, dass wenn man sich begegnet, wenn man sich austauscht und wenn man auch einige Zeit im Nachbarland verbringt, man unglaublich viel lernen kann. Avec le programme Voltaire, c'est le plaisir de découvrir et de faire découvrir. On se fait de nouveaux amis en partageant le quotidien de sa famille d'accueil. On découvre une vie bien différente de celle qu'on connaît chez soi. Das Voltaire-Programm wurde 1998 beim deutsch-französischen Gipfel in Potsdam auf Vorschlag der Kanzlerberaterin Brigitte Sauzet ins Leben gerufen. Es ist ein öffentliches Programm in Zusammenarbeit mit dem PAD, der Kultusministerkonferenz, und dem französischen Schulministerium. Seit 10 Jahren, seit 2010, wird das Programm von der DFJW-Zentralstelle, dem Centre Français de Berlin, koordiniert. Dans les bureaux de l'OFAGE, on trouve de nombreux jeunes qui ont participé à ces programmes de l'OFAGE. Certains d'ailleurs ne sont plus si jeunes. Ils symbolisent la valeur ajoutée des échanges franco-allemands et en assurent la pérennité par leur travail quotidien et notre engagement commun. In den vergangenen 20 Jahren, das heißt zwischen dem Schuljahr 2000, 2001 und dem Schuljahr 2020, 2021, haben etwas mehr als 7000 Schülerinnen und Schüler am Voltaire-Programm teilgenommen. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Le programme Voltaire s'adresse à des jeunes en 3e ou en classe de seconde. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils partent aussi loin et aussi longtemps de chez eux. C'est donc rassurant de le faire au sein d'une famille et avec un correspondant ou une correspondante qui se prêtera plus tard au même jeu. Ich glaube, der Mehrwert in einem Austausch besteht darin, dass die Schüler wirklich das erste Mal auf eigenen Beinen stehen müssen. Das ist in dem Alter nicht selbstverständlich, und gerade dieses Leben in einer Familie birgt, glaube ich, auch ganz viel Neues und ganz viele Probleme und ganz viele Herausforderungen, die zum ersten Mal in ihrem Leben meistern müssen. Und das ist, daran sehen die Schüler auch, dass es halt nicht nur der Französischunterricht ist, ich lerne eine Sprache, mache das 45 Minuten und dann ist das nächste Fach, sondern dass Französisch und Frankreich einfach eine Lebenswirklichkeit ist und da ein realer Bezug einfach da ist, der, wenn man Glück hat, ein Leben lang hält. Die Austauschprogramme und so normaler Auslandsschulaufenthalt sind aus meiner Sicht ziemlich verschieden. Denn das eine beruht auf Gegenseitigkeit, nämlich so ein Austauschprogramm wie Voltaire. Der größte Unterschied zwischen einem Auslandsaufenthalt und einem Austausch ist, glaube ich, wirklich das Leben in einer Familie, was man so nie wieder haben wird, wenn nicht in der Schulzeit. Zwischenmenschlich ist es, denke ich, intensiver, wenn auch ein gegenseitiger Besuch da ist. Und für die Schulen ist es auf alle Fälle auch ein Gewinn, weil man dann eben auch den Partnerschüler bei sich an der Schule hat und die Klasse davon profitieren kann. Unsere Französischlehrerin, die kam halt in unsere Klasse und meinte, yay, es gibt was, das nennt sich das Voltaire-Programm. Und da geht man halt ein halbes Jahr nach Frankreich und kriegt dann auch einen französischen Austauschschüler ein halbes Jahr hierher. Ja, und dann dachte ich mir, das würde ich machen. Also als Felix ankam und an dem Programm teilnehmen wollte, waren wir positiv überrascht, aber auch mit gemischten Gefühlen, weil ein halbes Jahr weg ist ja schon in dem Alter erstmal nicht ganz so einfach. Die haben mich super unterstützt. Sie waren auch positiv überrascht, hat man gesehen. Und wie war eure Reaktion? Ich habe der Sache skeptisch gegenüber gestanden. Ein halbes Jahr komplett weg ist, glaube ich, für einen 14-Jährigen oder 13, so alt wie Felix momentan ist, erstmal ein Zeitraum, den man nicht so ohne weiteres überblicken kann. Und dementsprechend war ich da schon ein bisschen zurückhaltender mit der Euphorie. Son objectif, c'est qu'il revienne en ayant vécu une expérience de vie qui va complètement le transformer, parce que il va revenir, il sera différent. Et c'est une chose qui va le lancer sur des rails pour toute sa vie. Qu'est-ce que j'espère vivre donc pendant cette année? C'est de la joie. J'espère revenir avec un bon niveau d'allemand, en apprendre un peu plus sur la culture allemande, gagner en autonomie, en maturité aussi, et pouvoir vivre de très bons moments.
Naja. Marlin ist heute am Ausland, oder wir finden es toll, dass Marlin am Austausch teilnimmt, weil sie da auf dem Weg natürlich die Tagesabläufe, den Alltag insbesondere kennenlernt und nicht nur einen Einblick in Land und in Sprache gewinnt, das ist natürlich auch wichtig, gerade auch für die sprachliche Entwicklung ist es natürlich toll, aber mindestens genauso wichtig ist der Einblick in die französischen Lebensgewohnheiten, in den Alltag. Das ist einfach das Tolle an diesem gegenseitigen Austausch, auch wenn man in einer anderen Familie wohnt und nicht mit einer Jugendgruppe in einem Hotel, sondern wirklich das Leben an sich wirklich mitbekommt, wie es wirklich stattfindet. Also ich erhoffe mir, dass ich so ein bisschen Französisch lerne und neue Leute kennenlerne. J'espère vivre de bonnes aventures et aussi des choses que je ne connais pas. Et rencontrer des bonnes personnes, des gens nouveaux. So ein bisschen verbindet sich mit dem Austausch natürlich auch die Hoffnung, dass es längerfristige Kontakte dadurch auch entstehen können, dass die Mädchen, wenn die sich gut verstehen, wirklich auch langfristig sich einfach noch kennen, die Familien sich vielleicht auch besser kennenlernen und dass es wirklich so eine Art Freundschaft gibt. Das wäre natürlich super. Eine andere Erfahrung kommt vielleicht auf mich zu und so einfach ein komplett anderes Leben, weil so ich habe ja zwei kleine Geschwister, sie hat eine große Schwester und so hatte ich ja noch nie. Un échange pour moi c'est quelque chose où on échange justement, où on va quelque part et on redonne ce qu'on a pris en quelque sorte. Et un séjour à l'étranger c'est que en quelque sorte on n'attend rien derrière. Gegenseitigkeit ist unglaublich wichtig bei internationalen Jugendbegegnungen. Das Programm richtet sich ja an Schülerinnen und Schüler der 8., 9. und 10. Klasse. Und durch die Gegenseitigkeit erst erlebt man die Herausforderungen, die schwierigen Momente, aber natürlich auch die schönen Momente auf der anderen Seite. Une telle ouverture interculturelle, si jeune, ne peut que donner des ailes pour la suite de son parcours. Et c'est pas rien en fait, c'est pas, on ne demande pas juste pendant une semaine de découvrir quelque chose de nouveau, on demande de le vivre. Et ça en fait c'est super parce que on a rarement cette occasion-là d'avoir une durée aussi longue dans un environnement qui n'est pas le nôtre. J'ai participé au programme Voltaire en 2005. J'ai participé au programme Voltaire en 2008. Et en fait avec le programme Voltaire on arrive vraiment à avoir ces différentes phases de l'intégration ou de la désintégration culturelle où on arrive vraiment à se mettre dans la peau en fait d'une autre culture en fait, on arrive à rentrer dans l'autre culture. Ouais. Alors ma correspondante et moi on s'est tout de suite bien entendu, je pense qu'on s'est bien, on a réussi à être assez indépendantes l'une de l'autre en fait, ça n'a pas été évident parce que quand on arrive dans une nouvelle école et que finalement on rencontre aussi le cercle d'amis tout de suite de notre correspondante, ça peut être très envahissant en fait, et c'est là aussi où il a fallu prendre conscience de ça et réussir à s'autonomiser. Ja, ich war das erste Mal so lange, oder das war das erste Mal, dass ich so lange von meinen Eltern, meiner Familie, meiner Umgebung weg war. Und ich glaube, davor waren es nur mal zwei Wochen, wo ich mal für ein Feriencamp nicht da war. Le programme Voltaire a vraiment une suite vraiment dans ma vie aujourd'hui, étant donné que je suis toujours en contact avec Moritz, avec mon correspondant il y a maintenant presque 15 ans. Et à l'école, tout s'est bien passé aussi, le retour à l'école ou la reprise des cours. N'a pas posé de problème en soi et la continuité c'est bien enchaîné en fait et j'ai jamais eu l'impression d'avoir manqué quoi que ce soit de l'école, au contraire j'avais appris beaucoup. Trois mots qui décrivent mon expérience du programme Voltaire. Alors il y aurait l'expérience du 1er mai et la MyFest, ça a été vraiment une découverte pour moi, j'avais jamais vu ça. Profond, spannend, intense. Emotional. Déterminant. Und bereichernd. In Bezug auf meine persönliche Entwicklung würde ich sagen, dass ich vielleicht aufgeschlossener bin, toleranter. Mein Horizont hat sich natürlich erweitert, einfach dadurch, dass ich eine andere Lebensweise irgendwie kennengelernt habe. Wo es bestimmt auch Parallelen gab. Für mich war es eine ganz gute Entscheidung und ich bin auch sehr glücklich, die Entscheidung getroffen zu haben, dieses Programm überhaupt zu machen und auch trotz meiner Zweifel zu Beginn vielleicht das dann durchgezogen zu haben und auch sehr stolz, dass ich das alles so geschafft habe.